Frank, vergiss doch die Jacke, die ist reif für die Caritas. Die nehmen doch nur noch Designerklamotten, da musst du mal deinen Schrank ausräumen. Hi. Hey! Hallo. Na, war das ein Spiel gestern von den Bayern? Super, wie die Frankfurter ausgetänzelt haben, war echt krass. Die hätten Samba-Lehrer werden sollen. Oh Gott. Vivi. Hallo. Das Muskeln, das Gehirnwachstum beeinträchtigen, ist ja bekannt. Die Sehstörung ist mir neu. Weißt du, was ein 0815-Lehrer ist? Keine Ahnung. Er hat null Ahnung, hockt 8 Stunden auf seinem fetten Arsch und er wird A15 bezahlt. Noch 3 Spiele und die Bayern sind Meister. Ha, von wegen. Die haben doch nur ein Schweineglück. Wenn es drauf ankommt, verlieren die doch sowieso wieder den Nerv. Ich glaube, du hast einen Knick in der Optik. Die Bayern sind so gut wie noch nie. Ohne den Elfmeter gestern hätten die doch eh einpacken können. So ein Quatsch. Die Frankfurter hatten nicht die geringste Chance. Na, Sandmann, mal wieder die Märchensendung mit der Sportschau verwechselt. Kevin, du nervst. Vertan, vertan, sprach der Hahn und stieg vom Schwan. Ha, ha, ha. Vergiss es, die Bayern werden nicht Meister. Morgen. Ihr beide, teilt das bitte aus. Das letzte Mal haben wir über das Hegelsche Ordnungssystem gesprochen. Schreibt auf, was da so hängen geblieben ist. Toll, ich kann überhaupt nichts. Ich habe nicht mal mitgeschrieben. Ach. Na los, los, anfangen. Mir fehlt noch eine Bewertung. Das machen wir jetzt in einem Aufwasch. Das hat doch das letzte Mal schon keiner kapiert. Umso besser. Dann erfahre ich wenigstens, wo es hapert. Es geht doch nicht, ist doch unfair. Unfair ist das Leben. Gewöhnt euch dran. Scheiße. Wessen Buch ist das? Na gut. Schreibt euch beide eine 6 aufs Blatt und spielt damit Schiffe versenken. Meins. Das ist mein Buch. Zu spät. Hero. Tut mir leid wegen der 6. Unfair ist das Leben. Herr Dr. Wiesner? Sie sagt noch immer, Lehrer sind Pädagogen. Ich fand das ziemlich unpädagogisch. Sandmann, solange du Hegel noch für einen Fußballtrainer hältst, würde ich das Wort Pädagogik nicht in den Mund nehmen. Guten Morgen. So ein verdammter Blödmann. Hält sich wohl für Goethe mit seinen Aphorismen. Apho was? Aphorismen. Blöde Sprüche. Schade, dass er nicht so berühmt ist wie Goethe. Aber eine kleine PR-Aktion würde ihm doch trotzdem ganz gut tun, oder? PR-Aktion? Wie meinst du das? Jetzt komm, mach hin. Komm. Pico geht zurück zum Mars. Du bleibst da. Wer sagt das? Picos Eltern, die sprechen über das Ding an Christus Fenster. Ach, deine Schuhe sind ja schon wieder offen. Das Ding an Christophs Fenster ist eine Satellitenantenne. Damit empfängt man keine Signale vom Mars. Höchstens schlechtere Fernsehprogramme. Picos Eltern sind ganz froh, dass er bei dir ist. Darf ich Pico mitnehmen? Das hier ist ein Kindergarten und kein Hundegarten. Und wenn er krank wird, er hat eine ganz trockene Nase. Also gut, heute. Aber nur ausnahmsweise. Ui, komm, Pico, du darfst mit. Warum gehst du denn nicht rein? Weil dieser Kindergarten wieder mal geschlossen ist, wegen Windpocken. Bitte, Moni, nur so lang, wie die Besprechung dauert, okay? Sandmännchen. Ich habe keine Erfahrung mit niederen Lebewesen. Ach, das hatte ich auch nicht am Anfang. Aber die beiden sind ganz pflegeleicht, bestimmt. Hey, Pico! Was machst du denn da, Mensch? Ein bisschen Dünger schadet ja den Pflanzen nicht. Das ist eine Hydrokultur. Ach so. So, und du bleibst jetzt hier schön sitzen und hältst unseren Freund gut im Auge. Solange er blinkt, besteht keine Gefahr, dass die Außerirdischen kommen, okay? Er kommt vom Mars. Danke, Monilein. Hallo,
Dein neues Buch muss ein richtiger Knaller werden. Was Heiteres, aber trotzdem irgendwie auch bewegend. Du verstehst schon. Was für die ganze Familie. Ja, genau. Und ich habe an eine folgende messerscharfe Geschichte gedacht. Klingt gut. Thema? Geschlechterkampf. Nee, wirklich nicht. Mann wird von Frau verlassen. Die Frau, das unbekannte Wesen. Also nee, Sandmann, dein Konflikt mit Julia eignet sich wirklich nicht zum Bestseller. Also, was heißt da mein Konflikt? Männer und Frauen haben nun mal Probleme. Ja eben, deswegen will auch kein Mensch mehr was davon wissen. Das ist schwer. Was wir brauchen, Sandmann, ist mal was anderes. Die Außerirdischen sind da! Das sind nicht die Außerirdischen, die Batterien sind leer. Doch, die landen oben auf dem Dach. Die Außerirdischen. Das ist Carlos, mein Sohn, und sein Hund Pico, er kommt vom Mars. Da haben wir doch die Story. Carlos und der kleine Hund vom Mars. Also komm jetzt. Das ist doch wunderbar. Wer fängt an damit? Pico, komm jetzt her. Also ich würde sagen, wir machen die Sache so und bringen die zu Weihnachten raus. Nach Hause fahren. Nee, danke für den Rat, Sam. Ach komm, Mofa ist doch viel schöner. Nein. Jetzt komm, hm? Vergiss es. Zeugnisse sind wie Spiegel. Schlechte glänzen nie. Und Schüler sind wie Blinddarm. Überflüssig und reizbar. Fühlen Sie sich moralisch geohrfeigt, Herr Gruber? Können wir diesen Satz noch mal in Schönschrift hören? Oh Mann, Vivis Geistesblitze müssen einfach publiziert werden. Schule führt zur Bildung, die Folter zur Gesundheit. Der Typ hat sie doch. Hey, pass auf! Scheiße! So eine Scheiße aber auch. Die hat uns garantiert gesehen. Glaubst du? Ach, Mann, wir haben uns doch gleich geduckt. Schöner Mist. Warum hast du denn nicht aufgepasst? Warum hast du nicht aufgepasst? Oh, Mann. Was machen wir jetzt mit den Farben? Ach, vergiss die Farben. Vivis Stunde ist eh gleich aus. Ich fahr das nicht. Was du nicht sagst. Ich habe mir das bloß angeschaut. Ich habe damit nichts zu tun. Da ist die Sprühdose, da ist die Farbe an deiner Hand. Das ist dieselbe wie an meinem Wagen. Ich bin da vorbeigekommen und habe mir das angeschaut. Mein lieber Junge, du machst es uns nicht gerade einfach. Ich schwör's Ihnen, dieser kleine Scherz geht nicht auf mein Konto. Scherz? Ich höre wohl nicht richtig. Das ist Sachbeschädigung. Gar nicht zu reden von dem Rufmord. Diese alberne Parolen, da bist du wirklich zu weit gegangen, Kevin.
Du, Carlos, wie ist denn das da oben auf dem Mars? Hat Pico dir noch mal was erzählt? Für was interessieren die sich so? Hm? Darf ich dir nicht verraten? Oh, aber ich bin doch dein Papi. Weißt du was? Sein Schwanz ist gar kein Schwanz. Sondern? Eine Antenne. Damit sendet er Signale zum Mars. Ah, wenn er wedelt. Ganz schön reger Kontakt, hm? Glaubst du mir nicht? Doch, doch, natürlich. Und seine Augen sind Sensoren. Damit kann er sofort sehen, wenn einer lügt. Das ist ja sehr interessant. Und warum mag Pico keine Autos? Erzähl ich dir morgen. Also ich finde, wir sollten am Wochenende mal wieder grillen. Oh ja. Kommt Julia auf? Ich glaube, Tobias und Julia haben momentan ein kleines Problem. Vielleicht wäre es besser, wenn sie sich mal eine Zeit lang nicht sehen. Da, nimm mal deinen Marsbewohner wieder mit. Oder? Oh, ich möchte aber, dass er kommt. Wie kriegt man sowas denn wieder weg? Warum nicht gleich mit der Stahlbürste? Nee. Wir müssen unsere Sachen waschen. Die sind genauso gut wie ein Schuldgeständnis. Jetzt kommt sie aus. Die Hose auch. Komm, beeil dich. Mensch, wir haben nachher Training. Oh, da bist du ja. Stör ich? Ja. Ich dachte, solche Spielchen hören mit 16 auf. Ich habe mein Fahrrad gestrichen. Ich habe ihm geholfen. Das kriegst du alles beim Metzger. Wir grillen am Samstag. Ich habe keine Zeit, ich habe Training. Du hast immer irgendetwas. Für Fleisch bist du zuständig. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe wirklich überhaupt keine Zeit. Großartig, dein Beitrag zum Familienleben. Immer dasselbe. Keine Diskussion, Henrik. Du gehst jetzt zum Einkaufen. Das kann ich doch auch morgen machen. Das Fleisch muss eingelegt werden. Das machst du jetzt. Hallo Silvester. Damit Schluss. Alex, ein bisschen müde heute, hm? Ja. Na komm, komm, ein paar gehen schon noch. Okay, das reicht. Ausschütteln. Da ganz. Da Georg. Ja? Der FC Bayern wieder auf Talentsuche? Okay, immer zwei. Kurzpassspiel. Wen hast du denn heute im Auge? Hendrik Sandmann. Das hätte ich mir ja denken können. Meinem besten Mann. Tja, du, es tut mir leid. Ist heute gar nicht hier. Keine Ahnung, sonst ist er immer da. Ja, kann man nichts machen. Wohnt ihr in Starnberg? Schau doch mal im Telefonbuch nach, hm? Top in Form, deine Jungs. Klar. Was für einer. Hier ist Julia Janowski. Im Moment bin ich geschäftlich unterwegs. Sie erreichen mich ab Montag wieder. Danke für Ihren Anruf. Ja, hier ist Tobias. Dieses Band nimmt leider keine Nachrichten auf. Auf Wiederhören. Also, Carlos, du siehst, ich hab's probiert. Bei mir hat's nicht gelegen. Wochenende geschäftlich unterwegs, dass ich nicht lache. Hallo. Ziemlich dicke Luft. Wieso? Ihr wisst es doch schon, oder? Keine Ahnung.
Vivis Wagen ist die reinste Zitatensammlung. Ach was. Ganz schön entlarvend, was da so draufsteht. Ja, es hat ihn echt voll getroffen, unseren armen Vivi. Ist ja Wahnsinn. Wer war's denn? Du Witzbold, Kevin! Kevin? Kevin? Ja, Vivi hat ihn erwischt. Quasi mit dem Finger auf der Spraydose. Der Ärmste. Und wo ist er jetzt? Nicht da. Wahrscheinlich Bammel vor Vivi. Bammel vor Vivi? Ausgerechnet Kevin. So eine Scheiße. Morgen. Hallo. Einerseits, aber andererseits. Ja, andererseits sind wir damit aus dem Schneider. Du, wenn er ihn erwischt hat, dann hat er ihn erwischt. Da kann man gar nichts mehr machen. Und Kevin, das alte Großmaul, hat es wirklich verdient. Wird schon nicht so schlimm. Glaube ich auch. Komm. Guten Morgen, Herr Dr. Wiesner. Morgen, Herr Dr. Wiesner. Kommst du am Samstag zum Grillen? Ich kann nicht. Ich muss mit meiner Mutter weg. Scheiße, wo bleibt der Schirm? Wiesner, da! Mensch, Henrik, steh da nicht rum. Nimm was mit rein. Deck ihn. Was ist denn hier los? Eine lustige Grillparty oder was? Nein, wir testen bloß, ob unsere Uhren wasserdicht sind. Also wir müssen die jetzt essen, sonst verbrennen die. Willst du eine? Ja, aber bitte mit Teller. Wo sind die Teller? Ja, ich hol gleich welche. Vergiss den Senf nicht! Oh nein, mein schöner Salat! Ich hol ihn. Ja, hier geht's auch. Ja. Okay. Gut, einmal. Aber heiß. Wieso kommst du überhaupt jetzt erst? Ich war noch bei Kevin. Ah. Ja, dem geht's echt beschissen. Berwald hat mit seinen Eltern telefoniert. Kann sein, dass er wegen der Sprüherei von der Schule fliegt. Prima. Das war die letzte von Omas Geschirr. Entschuldigung. Aber wegen sowas fliegt man nicht gleich von der Schule. Das müssen die ihm erst mal beweisen. Vivi will in einer Lehrerkonferenz darüber abstimmen lassen. Und außerdem stellt er Strafanzeige. Was? Ja, ich muss Ihren Sohn noch was wegen Mathe fragen. Wusste gar nicht, dass sich Silvester so dafür interessiert. Oh, Mathe? Was soll denn das? Musste meine Mutter daran erinnern. Kevin fliegt wahrscheinlich von der Schule. Was? Ja, was sollen wir denn machen? Er hat überhaupt nichts getan. Wenn mein Vater das erfährt, dreht er durch. Beim letzten Verweis habe ich ihm hoch und heilig versprochen, bis zum Abi keinen Scheiß mehr zu bauen. Tobias hat zur Zeit auch einen ziemlichen Hass auf mich. Achtung. Hast du alles, Silvester? Ja, ja. Willst du nicht hier bleiben? Meine Oma wird 75, da muss ich hin. Seid ihr soweit? Ja. Ich muss los. Bis Montag fällt uns schon was ein. Ciao. Draußen gewartet, bis wir endlich fertig sind. Gutes Timing. Ja, vielen Dank für deinen pausenlosen Einsatz in Sachen Familie. Hm? Entschuldigung. Jetzt bleib mal da, so geht's nicht weiter. Woher hätte ich denn wissen sollen, dass ihr schon aufräumt? Ist noch ein Steak da? Soll ich's dir klein schneiden? Ich hab wirklich überhaupt keinen Bock, mich mit euch wegen der Scheißgeschirrspülerei zu streiten. Und ich hab keine Lust, dir dauernd deinen Dreck wegzuräumen. Gehst mir langsam auf die Nerven, mein lieber Sohn. Mist.
Ciao, Kevin. Nini, zahlen bitte. Komm gleich. Ich glaube nicht, dass es Kevin war. Sich an dem Lehrer zu rächen, das traut er sich doch nie. Scheinst ihn ja gut zu kennen. Hast du mir da was verheimlicht? Blödsinn, doch nicht mit Kevin. Nur so wie der Wagen von Vivi ausschaut, war er's nicht. Kevin hat doch null Fantasie. Wut hat schon so manchen beflügelt. Vielleicht hat es bei ihm einen kreativen Schub ausgelöst. Irgendwie tut er mir leid. Aber er muss es doch gewesen sein. Vivi hat ihn ja erwischt. Aber ich glaube Kevin, dass das nicht war. Ganz schön fies, wenn ihn da jemand so hängen lässt. Das macht dann 8,60. Stimmt so. Danke. Na, wie fühlt man sich denn so als Schulabgänger? Hast du schon Frührente beantragt? Halt die Klappe. Was ist hier? Musst du in deinem Alter nicht schon im Bett sein? Haha. Wie lange bleibst du heute noch hier? Was ist denn los? Immer noch Krach mit Tobias? Nein, ich muss mit dir reden. Alleine. Vivi hat's verdient, so wie der mit uns umgeht. Finde ich ja auch. Aber glaubst du, der ändert sich durch so eine Aktion? Ganz im Gegenteil, siehst du doch. Und was wird jetzt mit Kevin? Der geht mir doch genauso auf die Eier. Aber deswegen muss er ja nicht gleich von der Schule fliehen. Das wollte ich ja nicht. Was soll ich denn machen? Silvester kriegt tierischen Ärger und Tobias. Trotzdem. Ihr könnt Kevin nicht einfach so hängen lassen. Das ist richtig fies. Er ist ein Großmaul. Weißt du noch, wie er mich mit dem Walkman hingehängt hat? Ja. Und weißt du noch, wie beschissen das für dich damals war? Es ging dir richtig dreckig damals. Komm, Henrik. Irgendwas musst du machen. Grüß Gott, Herr Dr. Bärwald. Henrik, was machst du denn hier? Ja, Entschuldigung, ich weiß, es ist Sonntag, aber... Aber ich muss Ihnen was sagen. Ich glaube, ich habe einen großen Fehler gemacht. Komm, das erzählst du mir am besten drin, hm? Kassierst den Sechser und schmierst zum Dank dafür das Auto von deinem Lehrer voll. Ich kapier es nicht. Der Wiesner fährt einen dicken Schlitten, den lässt er doch komplett neu lackieren. Du musst dir mal über die Folgen deiner grandiosen Einfälle Gedanken machen. Ich hab mich doch nur gewehrt. Vivi ist ein Kotzbrocken, du hast überhaupt keine Ahnung, wie ungerecht er ist. Der Mann ist ein Lehrer. Das ist ein Pädagoge. Totaler Blödmann ist es. Und dass Kevin um ein Haar auf der Strecke geblieben wäre und du wahrscheinlich von der Schule fliegst, ist dir das auch egal? Henrik! Ich find's total bescheuert, wie du reagierst. Machst ja einen auf Kunst und locker und wenn's mal ein Problem gibt, dann bist du auch nur ein spießiger Vater. Hättest du denn gerne, dass ich reagieren soll? Vielleicht mal zuhören. Henrik ist nicht feige und er lässt auch niemanden hängen. Immerhin hat der Silvester nicht verpfiffen. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen. Also der Sandmann? Nein, nein, das glaube ich nicht. Der will doch nur Kevin helfen. Ja? Herr Direktor, der Schüler Gruber möchte Sie sprechen. Ist gut, Frau Schröder, danke. Morgen. Guten Morgen. Was gibt's denn, Silvester? Kevin ist unschuldig. Ich war's. Du?
Weiß Sandmann, dass du hier bist? Was hat denn der damit zu tun? Ich war's, okay? Außer mir fliegt hier keiner. Wiedersehen, Herr Dr. Berwald. Hey, Henrik. Servus. Was hast denn du beim Berwald gemacht? Nichts Besonderes. Ich muss dir was sagen. Hör mal, Henrik. Ich hab dem Berwald alles gesagt. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Keine Panik, ich hab's auf meine Kappe genommen. Du auch? Noch ein Bier, Nini. Dem Berwald gesagt. Es tut uns leid. Naja, verdient hättest du es schon. Deine große Klappe geht einem nämlich ganz schön auf die Eier. Wegen mir hättet ihr es nicht zu leben brauchen. Ich komme ganz gut ohne Schule aus. Tag. Guten Tag. Herr Sandmann. Ja, richtig. Ich würde gerne mal mit Julia sprechen. Es tut mir leid, Frau Janowski ist unterwegs heute. Ja, wo ist sie denn? Ihr Auto steht doch da. Ich weiß wirklich nicht, wo sie ist. Ich nehme an, es hat sich schon rumgesprochen, dass Frau Janowski und ich einen kleinen Krach hatten. Aber Sie können ganz unbesorgt sein. Sie können mir ruhig sagen, wo sie ist. Es ist rein beruflich. Ich kann Ihnen wegen einem Termin gern Bescheid geben in den nächsten Tagen. Danke. Fahrrad da. Nicht schlecht. Deine Krankenkasse sollte dir ein Dankschreiben schicken. Thomas, Christian, jetzt wollen wir mal. Wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben? Wisst ihr das noch? Holt mal euer Biobuch raus. Seite 74, wenn ich mich nicht irre, oder? Ist das Silvester? Keine Ahnung. Genmutationen und Genaustausch bei Bakterien und Viren. Du leist mir noch dein Mofa für die nächste Stunde, oder? Da haben wir doch Rallye. Carina, kannst du mal den ersten Abschnitt referieren vom letzten Mal? Hallo, Henrik. Hallo. Ist Silvester krank? Nö. Der ist mit seinem Vater nach Österreich gefahren. Sie schauen sich ein Internat an. Danke. Tut mir leid. Scheiße. Silvesters Alter steckt ihn ins Internat wegen der Sache. Das wird meiner auch machen. Dem wäre alles egal. Hauptsache, ich hab mein Abi. Österreich, ich raff's nicht. Da ist doch alles vorbei mit Fußball und so weiter. Bloß weil Vivi nicht die Bohne einstecken kann.
Schade, wenn Silvester nicht mehr da ist. Pech für ihn. Mann, ihr fliegt ja eh beide. Das ist noch lange nicht raus. Die ganze Aktion war doch Kinderkram. Das ist so typisch. Keiner von euch kriegt seinen fetten Arsch in die Höhe. Und wenn sich einer mal was traut, dann wirkt ihr ihm wieder eine rein. Ja, ja, jetzt fang nicht gleich an zu heulen. Das ist doch egal. Morgen. Gib mir so, dann wollen wir mal. Also, kommt bitte zur Ruhe. Mit deiner Faulheit neulich. Es war nicht so gemeint. Ich es ist ein bisschen viel für mich zurzeit. Gibt's was Neues in der Geschichte mit Vivi? Herr Sandmann. Grüß Sie, Gruber. Grüß Sie. Kommen Sie, wir gehen in mein Büro. Ja, Henrik hat mir von Ihren Plänen erzählt. Mhm. Bitte. Danke. Er weiß nicht, dass ich hier bin. Sonst wäre er wahrscheinlich stocksauer. Geben Sie sich keine Mühe. Das hat meine Frau auch schon probiert. Und Silvester auch. Aber mein Entschluss steht fest. Glauben Sie mir, ich mag Ihren Henrik. Nur zwischen Henrik und Silvester gibt es einen kleinen Unterschied. Ihr Henrik ist 16. Das ist genau das richtige Alter für die 10. Klasse. Aber mein Silvester wiederholt gerade zum zweiten Mal. Und solche kleinen Scherze, wie den mit Wiesners Auto, kann er sich partout nicht mehr leisten. Ja, aber die beiden haben sich doch bloß gewehrt. Ja, dieser Wiesner ist unberechenbar. Das ist ein Kotzbrocken, wie er im Buche steht. Ja, ja. Die Jungs sind eben sehr spontan mit ihrem Urteil. Besonders Silvester. Und ich werde nicht zulassen, dass er sich länger im Wege steht. Alles schön und gut, aber glauben Sie denn wirklich, dass ein Internat noch dazu so weit entfernt das Richtige ist? Ja. Weil für Silvester jetzt nichts anderes mehr zählt, als endlich sein Abi zu machen. Aber das ist doch nicht alles. Doch. Ich habe auch studiert. Oder wollen Sie behaupten, dass mir das geschadet hätte? Nein, natürlich nicht. Ihnen geht es gut. Sie können Ihrer Familie alles bieten. Notfalls sogar einen Schulabschluss, aber... Aber glauben Sie wirklich, dass Silvester davon profitiert? Ich meine, fürs Leben. Gehören da nicht auch gute Freunde dazu? Freunde. Freunde helfen auch nicht weiter. Vielleicht haben Sie nie richtige Freunde gehabt? Lieber Herr Sandmann, das geht Sie gar nichts an. Herr Gruber. Entschuldigen Sie, ich habe zu tun. Danke, ich finde alleine raus. Keine Chance. Dieser Mann ist völlig zu. Mit dem war überhaupt nicht zu reden. Komm jetzt richtig ab. Was hast du denn erwartet? Dass der Typ dir um den Hals fällt und sich für deine guten Ratschläge bedankt? Meinst du, das war vielleicht sogar ein Fehler? Und wenn? Kannst jetzt auch nichts mehr dran ändern. Was spricht eigentlich dagegen, sich mal wieder so richtig zu besaufen? Damit? Ich habe noch eine ganze Kiste von dem gebunkert. Tja, dann. Hallo? Kleinen Moment. Für dich, Julia. Sie möchte unbedingt den Typen sprechen, der ihr Auto so hemmungslos beschmiert hat.
Hallo, ich bin's. Ach, wie war doch gleich der Name? Sandmann, Tobias Sandmann. Sie erinnern sich? Komm rein. Und? Was gibt's Wichtiges? Tut dir alles leid? Willst du mich um Verzeihung bitten? Niemals. Was fällt dir ein? Nein. Ich brauche lediglich deinen fachlichen Rat. Henrik und Silvester haben das Auto von ihrem Lehrer vollgesprüht und irgendwas ist anders an dir. Deine Haare. Neuer Lebensabschnitt, neue Frisur. Sieht gut aus. Danke. Hättest du mal was von dir hören lassen können? Du auch. Du fehlst mir. Du mir auch. Komm zurück. Zu mir. Zieh wieder zu uns ins Haus. Fängst du schon wieder damit an? Ich brauch dich. Aber nur, wenn's nach deinen Spielregeln geht. Was ist denn dabei beim Zusammenleben? Alle Menschen, die sich lieben wollen, zusammenleben. Spießer. Pseudo-Emanze, Karriere. Selbstverwirklichung. Hau ab! Verschwinde! Du hast dich überhaupt nicht geändert. Gewalt ist ein Zeichen von Schwäche. Ich liebe kämpferische Frauen. Aber es darf nur nicht die eigene sein, was? Und jetzt? Waffenstillstand. Gut. Einigen wir uns auf einen Vergleich. Bleiben wir gute Freunde. Was war eigentlich mit Henrik? Prego, Signor. Danke. Ist er schon auf? Schon ist gut. Ja, wie spät ist es? Hast du einen Anfall von Arbeitswut? Oder ist dein Bett zu groß? Schau mal. Wie findest du es? Ist das alles von einer Nacht? Hm. Erinnert mich irgendwie an Carlos. Und das da soll ich das sein? Das ist doch niemals meine Nase. Naja, der Rest ist okay. Jetzt sag schon, wie findest du es? Wird teuer für dich. Schon mal was vom Recht am eigenen Bild gehört? Nein, ist schön, wirklich. Bisschen wenig für ein ganzes Buch, ne? Ja klar, ein paar Geschichten gehen mir noch ab. Die ganze Familie. Das ist doch Julia. Ach so, und ihr seid jetzt gute Freunde, ja? Sehr fantasievoll. Hey! Was ist hier los? Hilf mir mal! Okay. Alicia? Du und Thorsten, seid ihr jetzt auch gute Freunde? Ja, das klappt doch nur bei reiferen Semestern. Telefon! Friede! Friede!
Sag mal. Okay, warum stehst du da? Ja. Ja. Ja, ist gut, ich verstehe. Mhm. Auf Wiedersehen. Ratet mal, wer angerufen hat. Deine gute Freundin. Hey! Hendrik! Weißt du, wer angerufen hat? Hier entscheidet sich heute alles und ihr führt euch auf, als ob hier ein Kindergeburtstag ist. Hendrik! Wir wollen auch mal eines klarstellen. Weder Hendrik Sandmann noch Silvester Gruber können sich unserem Schulbetrieb unterordnen. Beide sind renitent. Und ihre Leistungen sind mehr als unzureichend. Klar sind die beiden Jungs keine Engel. Aber ich habe was gegen exemplarische Bestrafung. Warum brauchen wir denn einen Sündenbock? Derjenige, der es war, hat eine Anzeige am Hals und ist doch damit bestraft genug. Mir ist kotzübel. Total heiß. Ich glaube, ich habe Fieber. Also wir bleiben dabei, dass jeder von uns es alleine war. Jetzt hör doch auf, ich war's. Bei mir ist doch eh schon alles egal. Ich finde, unglaublich, das muss Konsequenzen haben, aber das können wir nicht tun. Ich finde es unnötig, wir dürfen uns das nicht alles gefallen lassen. Das ganze Leben versorgen. Ich finde, wir sollten nicht darüber entscheiden, wer von den beiden fliegt, sondern wir sollten uns darüber Gedanken machen, warum so etwas passiert. Vollkommen richtig. Ganz vielleicht müssen wir ja auch mal wieder unser Verhältnis zu den Schülern überprüfen. Genau so ist es. Solche Reaktionen kommen ja nicht von ungefähr. Mein Gott, wir haben die Verantwortung. Sachbeschädigung? Nein, das ist ja anachronistisch. Ganz zu schweigen von dem Rufmord. Ja, ja, so ist es. Das geht doch nicht. Was ist, wenn das bei uns Schule macht? Nein, nein. Derjenige, der für diese Schweinerei verantwortlich ist, muss gehen. Na, ihr zwei? Wann ist es denn soweit? Wahrscheinlich gleich. Was gibt's denn? Das Internat hat leider abgesagt. Kein Platz mehr frei. Sagen Sie. Schade. Und jetzt? Und jetzt? Du bleibst hier? Wenn der Biester mich von der Schule. Kommt ihr bitte. Ach, ich muss gehen. Klar. Hey! Das Lehrerkollegium ist zu folgendem Entschluss gekommen. Derjenige von euch, der für diesen Quatsch verantwortlich ist, verlässt unsere Schule. So, nun mal raus mit der Sprache. Wer von euch war's? Oder war das etwa beide? Ja, was gibt's denn? Was ist das denn jetzt? Wir wollten nur sagen, dass... Ja, wir waren es auch. Schön, dass ihr euren Mitschülern helfen wollt, aber das ist wir doch... Wir waren auch dabei. Ja, genau. Ich geb's zu, ich war auch dabei. Die ganze Klasse? Kommt schon, hört auf mit dem Quatsch. Es ist doch klar, dass ihr euch einen Verweis dafür holt. Tja, die ganze Klasse werden wir wohl schlecht entlassen können. Laut Schulordnung sind Kollektivstrafen nämlich verboten. Hendrik! Und? Was ist? Hä? Jetzt komm schon. Jetzt macht sich so spannend, Mensch. Naja. Also, das wäre der zweite Grund zum Feiern. Der zweite Grund?
Hast du schon wieder einen Karrieresprung gemacht, oder was? Ich nicht. Der Jugendtrainer von Bayern hat angerufen. Du bist zum Probetraining eingeladen. Probetraining? Jawohl. Und wann? In exakt einer Stunde und 20 Minuten. Deine Sachen sind schon im Auto. Kommen Sie mit, junger Mann. Deine natürlich auch. Na, dein Vater hat sie mir vorbeigebracht. Das gibt's doch nicht. Ja, jawohl! Ich bin auch dabei. Los, Beeilung! Die Stars vom FC Bayern können ihre Koffer packen. Hey, pass mal auf mit euren Schuhen auf meinem Sitz. Was ist denn das? Da. Überall. In deinem Gesicht auch. Windpocken. Windpocken.